Herzlich willkommen beim Harzkliniken-Talk. Neben mir steht Beate Boronczek, Sie sind Demenzbeauftragte der Harzkliniken. Und erstmal herzlichen Glückwunsch, denn der Berufsverband für Pflegeberufe hat die berufsbildenden Schulen Bad Harzburg, Sie und die Harzkliniken ausgezeichnet mit dem Junge Pflegepreis 2020 für ein tolles Projekt. Das heißt interprofessioneller Demenzraum. Was ist das genau? Ja, mit 5 wunderbaren Auszubildenden haben wir einen Raum, einen Ort geschaffen, wo Begegnung, Kommunikation und Interaktion stattfinden kann, wo Pflegekräfte mit den Patienten in den kleinen Gruppen arbeiten können, wo Physiotherapie, Ergotherapie, kleine Therapieeinheiten durchführen kann, aber Ärzte aber auch mit Familien und Angehörigen Gespräche führen können. Jawohl. Wunderbar. Nun sind Sie seit 2 Jahren Demenzbeauftragte in Harzkliniken. Warum braucht eine Klinik eine Demenzbeauftragte und wie sieht Ihre tägliche Arbeit aus? Ja, meine tägliche Arbeit sieht so aus, dass ich auf den Stationen direkt mit den Patienten arbeite, die kognitive Einschränkungen zeigen und hier im Krankenhaus sich auffällig zeigen, die zum Beispiel die Pflege ablehnen, die Körperpflege ablehnen, die Weglauftendenzen zeigen, die unruhig sind, unsicher sind, Angst haben. Und ich werde konsiliarisch angefordert und arbeite direkt mit diesen Patienten. Das Entscheidende ist wohl auch, dass man nicht immer gleich erkennt, dass Patienten an Demenz leiden und auch dafür sind sie da, so verstehe ich das, und unterstützen die Pflegekräfte, die in ihrer täglichen Arbeit nachgehen und das immer nicht gleich erkennen. Ja, das stimmt. Die Diagnose Demenz wird ganz oft nicht, also ist nicht gestellt und wir merken bei den Patienten, die hier neu sind, in der neuen Umgebung, neuen Strukturen, dass sie sich nicht anpassen können und das ist ganz oft ein Zeichen, dass kognitive Einschränkungen vorliegen. Wir führen da hier auch Testungen durch und beraten aber auch Familien und Angehörigen ganz eng mit der Alzheimer-Gesellschaft zum Umgang und zur Erkrankung hier. Eine wichtige Aufgabe, die in der Region auch immer mehr wertgeschätzt wird. Sie haben im vergangenen Jahr einen Förderpreis bekommen vom niedersächsischen Gesundheitsministerium. Also auch dafür nochmal herzlichen Glückwunsch. Eine ganz wichtige Aufgabe. Schön, dass Sie heute hier sind. Und jetzt schauen wir uns mal den Demenzraum an. Ja, wir sind jetzt hier im Demenzraum. Eine gemütliche Stube. Sieht aus wie auf der Schweizer Alm. Wir sehen hier eine Bücherwand, ein Aquarium, einen gemütlichen Holztisch. Frau Boronczek, erzählen Sie mal, wie wurde dieser Raum gestaltet? Ja, die Gestaltung des Raumes orientiert sich an wissenschaftlichen Empfehlungen und es war nur möglich, weil uns so viele Sponsoren unterstützt haben. An dieser Stelle noch ganz, ganz lieben Dank. Vielleicht sage ich noch ein paar Sätze zu den sozusagen einzelnen Elementen der Stube. Wir haben hier mit Farben wie Grün, Erdtöne gearbeitet und wir wissen aus der Psychologie, dass diese Farben eine beruhigende Wirkung, stabilisierende Wirkung auf die Patienten haben. Hier sehen Sie in der Mitte einen großen Tisch, der sowohl der Hygiene anspricht, aber auch der Element der Gemütlichkeit reinbringt. Hier können die Patienten zusammen sitzen und interagieren, kommunizieren, sich miteinander unterhalten. Das ist ein Ort, wo die Patienten ein Ziel haben, sozusagen vom Bett hierher zu kommen. So werden sie mobilisiert und in ihrer Eigenständigkeit unterstützt. Und hinter mir ist ein Aquarium. Wir wissen aus den Studien, dass in den Räumen oder in den Pflegeheimen, wo Aquarien stehen, das Gewicht der Patienten oder Bewohner viel besser ist oder viel höher ist. Wir wissen, dass die Patienten in solchen Räumen länger verweilen, dass sie den Fischen zuschauen, andererseits dadurch beruhigt werden, aber andererseits sanft angeregt werden. Ne? Durch diese schöne Farbe und sanfte Bewegung gibt es diese beiden Wirkungen. Also eine Oase der Ruhe für Patienten, aber auch für Pflegekräfte mit aufgemalten Büchern, aber auch mit echten Büchern. Hier haben wir zum Beispiel Albert Schweitzer. Also für alles ist gesorgt. Und nur wenige Kliniken in Deutschland, das kann man ja auch nochmal sagen, haben eine solche gute Stube. Also vielleicht ist das auch durchaus ein Vorbild für andere Kliniken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke.